Willkommen zurück zur Vorlesung Spieltheorie. Wir sind jetzt schon mit dem ersten Kapitel durch. Dort haben wir also die Normalformspiele uns angeschaut, Dominanz, Nash-Gleichgewichte, gemischte Strategien und so weiter. Das haben wir erledigt und jetzt kommen wir zum zweiten Kapitel. Dabei geht es um dynamische Spiele mit vollständiger Information. Ich werde gleich später nochmal so ein bisschen genauer über die verschiedene Klassifikation von Spielen reden, aber zuerst mal brauchen wir ein wichtiges Instrument, um dynamische Spiele uns anzuschauen, nämlich die Extensivform. Und das schauen wir uns in diesem Video an. Also die Extensivform, was ist das genau? Das ist das, was Sie vielleicht schon öfters mal gesehen haben, im Prinzip ein Spielbaum. Sie können sich eine Extensivform im Prinzip so vorstellen wie eine Spielanleitung bei einem Gesellschaftsspiel. Da steht eigentlich alles drin, die ganzen Regeln des Spiels. Das heißt, insbesondere ist er erwähnt, welcher Spieler anfängt, welcher Spieler wann dran ist, dann natürlich auch, welche Aktionen dieser Spieler I zur Verfügung hat, wenn er dran ist, was er machen darf. Dann brauchen wir auch Informationen darüber, was er weiß, wenn er dran ist, insbesondere was er weiß über die vorangegangenen Aktionen der Mitspieler. Manchmal sind die ja geheim, manchmal weiß man nicht, was der andere Spieler gemacht hat. Manchmal weiß man das. Oder auch Zufallszüge, zum Beispiel, wer was gewürfelt hat, wer welche Karten bekommen hat und all solche Dinge. All diese Sachen müssen in der Spielanleitung angegeben sein und das muss auch in dieser Extensivform angegeben sein. Dann müssen wir natürlich auch noch bestimmen, oder die Extensivform muss bestimmen, was der Spieler am Ende des Spiels dann erhält als Auszahlung. Das heißt, in Abhängigkeit der gewählten Aktionen muss dann am Ende eine Auszahlung stehen für jeden Spieler. Bei vielen Spielen ist es, also bei diesen Nullsummenspielen zum Beispiel, ist es dann einfach nur, der eine gewinnt, der andere verliert. Aber in vielen anderen Spielen gibt es auch Punkte oder Geldauszahlungen und so weiter. Und das muss alles spezifiziert werden. Und diese Auszahlungen, es stehen dann am Ende des Spielbaums. Das wird alles zusammengefasst in einem Spielbaum, der allerdings im Gegensatz zu einem normalen Baum sozusagen auf dem Kopf steht. Die Wurzel ist oben und dann gibt es unten die ganzen Äste. So sieht also ein typischer Spielbaum aus. Wir haben einen Anfangsknoten. Das muss immer ein eindeutiger Knoten sein. Es gibt also nur einen Knoten, wo angefangen wird. Meistens ist das oben. In ein paar anderen Spielen kann man das auch mal anders handhaben. Dann muss immer dabei stehen, wer anfängt. In diesem Fall Spieler 1. Das machen wir meistens typischerweise immer so, dass Spieler 1 anfängt. Dann hat dieser Spieler 1 verschiedene Aktionen zur Verfügung. Also in diesem Fall können wir das jetzt vielleicht als links oder als rechts bezeichnen. Und dann kommen wir zu Entscheidungsknoten von anderen Spielern und da muss immer dabei stehen, wer an welchem Knoten eine Entscheidung trifft. Hier in diesem Fall also links der Spieler 2, rechts der Spieler 3, das ist einfach jetzt mal so gewählt und das hier nennt man einen Entscheidungsknoten. Dann gibt es noch diese Endknoten, die sind am Spielende und da entscheidet niemand, das heißt, die gehören auch niemand. Bei diesen Endknoten muss aber dabei stehen, was die Auszahlungen sind für jeden Spieler. Und das macht man oft so als so ein Vektor. Also hier zum Beispiel wäre jetzt halt eine logische Konvention, dass man das hier von Spieler 1, das wäre also die Auszahlung U1, U1, U2, U3. Das wären die drei Auszahlungen in diesem Fall. A, B, C sind einfach irgendwelche Auszahlungen, die diese Spieler bekommen werden. Wenn Sie natürlich jetzt zum Beispiel hier diesen Endknoten erreichen, das heißt, wenn Spieler 1 rechts spielt und Spieler 3, sagen wir auch, klein rechts spielt. So, das ist also ein Spielbaum. Und jetzt müssen wir noch über die Information reden, die in diesem Spielbaum enthalten wird. Als erstes Beispiel nehmen wir nochmal unser Battle of Sexes und zwar eins mit perfekter Information. Das heißt also, wenn die beiden Spieler, in diesem Fall die Frau und der Mann, sequenziell spielen und der Mann darüber informiert ist, was die Frau gemacht hat. Also zum Beispiel, die Frau wählt entweder Ballett oder Fußball und der Mann weiß das.
Dann haben wir diese Situation, nämlich dann kann der Mann entscheiden, wenn sie B gewählt hat, oder der Mann kann entscheiden, wenn sie F gewählt hat. Und er weiß, wo er ist, er kann also diesen Knoten hier von diesem Knoten unterscheiden. Und dann kann er selber wiederum zwischen B und F entscheiden. Und dann kommen wir unten zu diesen Auszahlungen. Und das sind die Auszahlungen, die wir kennen. Nämlich zum Beispiel, wenn beide B spielen, Ballett, dann kriegt die Frau 2 und der Mann 1. Und die anderen Auszahlungen sind dementsprechend. Das ist die Situation mit perfekter Information. Das heißt, wenn alle Spieler, in diesem Fall also der Mann, das beobachten kann, was der Spieler davor, in diesem Fall die Frau, gemacht hat. Jetzt schauen wir uns mal die Situation, wenn das nicht geht. Also wenn der Mann nicht beobachten kann, was die Frau gemacht hat. Also die Frau wählt hier zwar wieder zwischen B und F, aber jetzt kommt der Mann und er kann das nicht beobachten. Aus welchen Gründen auch immer, kann er nicht beobachten, was die Frau gemacht hat. Er kann jetzt zwar wählen zwischen B und F, aber er weiß nicht, an welchem von seinen beiden Knoten er ist, ob er links oder rechts ist. Das bedeutet, dass wir hier das irgendwie im Spielbaum angeben müssen und das machen wir mit einer sogenannten Informationsmenge. Das heißt, wir machen hier so einen Kringel drum und dieser Kringel bedeutet, dass der Mann zwischen dem linken und dem rechten Knoten nicht unterscheiden kann. Er weiß also nicht, wo er ist. Manchmal ist es auch leichter, wenn man das einfach durch so eine gestrichelte Linie darstellt, das bedeutet also genau das Gleiche. Also diese Darstellungsweise und diese Darstellungsweise sind äquivalent. In beiden Fällen bedeutet das, dass der Spieler an dieser Informationsmenge nicht unterscheiden kann, wo er ist. So, das ist also die formale Definition für eine Informationsmenge. Auf Englisch nennt sich das Information Set. Also eine Informationsmenge ist eine Menge von Entscheidungsknoten eines Spielers, das ist wichtig, zwischen denen der Spieler nicht unterscheiden kann. Also, das hat folgende Implikationen. Erstens, natürlich, da der Spieler nicht weiß, an welchem Knoten er ist, müssen an beiden Knoten oder an allen Knoten, die da drin sind, dieselben Aktionen möglich sein. Also kann zum Beispiel nicht hier an diesem linken Knoten zwei Aktionen zur Auswahl stehen und an dem rechten drei. Denn sonst wüsste man ja sofort, wo man ist. Wenn ich also hier plötzlich drei Aktionen sehe, dann weiß ich ja, dass ich an diesem Knoten bin. Das geht also nicht. Genauso wenig können die Aktionen unterschiedliche Labels haben. Also hier links, rechts klein, hier links, rechts groß. Das würde ich unterscheiden können. Geht also nicht. Es müssen dieselben Aktionen mit denselben Labels sein. Und drittens muss natürlich, die Definition sagt es ja auch, jeder Knoten in einer Informationsmenge demselben Spieler gehören. Das heißt also, derselbe Spieler muss dort agieren. Also es geht nicht, dass der Spieler 2 hier und hier der Spieler 3 ist. Das ist unmöglich. Spieler 1 oder Spieler 2 sind unterschiedliche Spieler in derselben Informationsmenge. Das geht nicht. Oft ist es auch so, dass eine Informationsmenge nur aus einem Knoten besteht. Das ist sozusagen der triviale Fall. Der Spieler kann nicht unterscheiden zwischen dem einen Knoten und dem einen Knoten. Es ist also überflüssig, im Prinzip hier so eine Informationsmenge drum zu machen. Aber in vielen Fällen ist es leichter, wir sagen, wenn wir zum Beispiel irgendwo irgendwelche Aussagen treffen, für alle Informationsmengen ist es leichter, das hier auch als Informationsmenge zu betrachten, eine triviale eben. Aber wenn wir so einen Spielraum zeichnen, lassen wir natürlich den Kringel dann weg, denn der ist überflüssig. Aber so kann man sich vorstellen, dass jeder einzelne Knoten auch eine Informationsmenge darstellt, nur halt ein trivialer Fall. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Implikation von diesen Informationsmengen, da der Spieler nicht unterscheiden kann zwischen den verschiedenen Knoten in einer Informationsmenge, dann kann er auch nicht unterschiedliche Aktionen wählen. Das heißt, wenn er sich entscheidet, an einer bestimmten Informationsmenge, an einem bestimmten Knoten in einer Informationsmenge links zu wählen, dann muss er das an jedem Knoten machen in der Informationsmenge. Weil er ja nicht weiß, wo er ist, kann er auch nicht darauf konditionieren. Und das führt uns jetzt zu einer weiteren ganz, ganz wichtigen Idee, nämlich wie man eine reine Strategie in einer Extensivform bestimmt. Das ist eine ganz beliebte Fehlerquelle, also jetzt wirklich gut aufpassen,
ganz, ganz wichtig, wie man das macht. So, eine Strategie in einem Extensivformspiel ist erstmal definiert als ein vollständiger Aktionsplan. Ja, das heißt also, sie spezifiziert eine Aktion für jede Informationsmenge von Spieler I. Natürlich, und jetzt kommen wir gerade zu diesem Fall, für jede Informationsmenge, das bedeutet auch, also für die einelementigen auch. Also wenn er nur einen einzelnen Knoten hat, dann muss auch für diesen Knoten natürlich eine Aktion bestimmt werden. Das heißt, es ist ein vollständiger Plan. Das ist wie wenn man ein Spiel sich anschaut und schon vor Spielbeginn sich überlegt, was man in allen möglichen Eventualitäten machen würde, wenn man dort mal hinkäme. Also ein vollständiger Plan. Das klingt erstmal einfach, aber hat manchmal Implikationen, die etwas verwirrend sind am Anfang. Schauen wir uns mal dieses Beispiel an. Der Spieler 1 ist hier zweimal dran. Der ist hier oben einmal dran. Da hat er nur einen Knoten. Das ist aber trotzdem eine triviale Informationsmenge. Und er hat hier unten eine Informationsmenge, wo zwei Knoten drin sind. An diesem ersten Knoten, einem Anfangsknoten, hat er die Möglichkeit, links und rechts zu spielen. Und an der Informationsmenge da unten hat er klein links und klein rechts zur Auswahl. Die Frage ist, wie viele Strategien hat Spieler 1? Überlegen Sie sich das einen kurzen Moment, denn das hier ist jetzt ganz wichtig. Es geht ganz einfach. Wir müssen einen vollständigen Plan haben, einen vollständigen Plan für jede Eventualität. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was würde Spieler 1 hier oben machen, was würde Spieler 1 da unten machen. Da er zwei Informationsmengen hat und er hat hier zwei Möglichkeiten, links, rechts, und er hat da unten zwei Möglichkeiten, auch links, rechts, hat er zwei Informationsmengen mal zwei Aktionen, das heißt zwei mal zwei. Er hat also vier mögliche Strategien. Und die kann man ja alle miteinander kombinieren. Das heißt also, ich kann zum Beispiel hier links spielen und da auch links spielen. Das wäre diese Aktion, das würde jetzt links, links bedeuten. Oder ich könnte sagen, nee, ich mache lieber links, rechts. Das müsste ich dann hier unten an der Informationsmenge an beiden Knoten natürlich rechts spielen. Das wäre die Strategie links, rechts. Und Sie sehen, davon hat er vier, nämlich links, 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 rechts, rechts, links und rechts, rechts. Nochmal zur Erinnerung, was nicht geht, was nicht erlaubt ist, ist hier links zu spielen, da rechts zu spielen. Das geht nicht. Warum nicht? Weil der Spieler nicht unterscheiden kann zwischen den beiden Knoten. Er kann also nicht hier unterschiedliche Sachen wählen. Aber er kann hier zum Beispiel links-links wählen, dann hätten wir diese Links-Links-Strategie wieder vollständig. Und zwar alle vier stehen hier unten. Das ist die Strategienmenge von Spieler 1. Übrigens, die Strategienmenge von Spieler 2, die ist natürlich ganz einfach. Der hat überhaupt nur zwei Aktionen. Nennen wir sie A, B. Der hat natürlich auch nur zwei reine Strategien. Ja, da ist nichts zu machen. Aber für Spieler 1 ist es etwas komplizierter, weil wir da vier haben. Und es gibt eine einfache Regel und die sollte man immer bei jedem Spiel sich anschauen. Diese Regel lautet folgendermaßen: Nehmen wir an, der Spieler I hat verschiedene Informationsmengen und zwar K Stück insgesamt. In diesem Fall waren es gerade zwei, aber es können natürlich auch noch mehr sein. Und wenn wir einfach zählen, wie viele Aktionen hat er in der ersten Informationsmenge? Wie viele Aktionen hat er in der zweiten Informationsmenge? In diesem Fall waren es zwei und zwei, aber es können natürlich auch mehr sein. Und dann hat er insgesamt M1, M2, M3, MK Aktionen an den jeweiligen Informationsmengen. Und dann ist die Anzahl der reinen Strategien gegeben, das ist die Anzahl, einfach durch, indem man die multipliziert. Also bei uns war das jetzt 2 mal 2, hatten wir 4. Aber wenn er mehr Informationsmengen hätte oder mehr Aktionen an mehr Informationsmengen, dann kommt da natürlich manchmal eine recht große Zahl raus. So, das ist also diese Regel und die sollte man immer sich anschauen. Warum ist das manchmal ein wenig verwirrend? Schauen wir uns mal so unser Spiel von eben nochmal an. Viele werden sagen, wenn der Spieler 1 hier links spielt, warum sollten wir überhaupt noch gezwungen sein, zu spezifizieren, was er denn da unten macht, wo er doch das Spiel hier schon beendet mit dem Zug links? Warum sollten wir das tun?
Und da gibt es mehrere Gründe dafür. Und der erste Grund ist schlicht und einfach eine Art Konvention. Es ist eine Konvention, das macht man immer so in der Spieltheorie. Wenn man sich immer dran hält, ist es einfacher. Denn sonst müsste man jedes Mal nachdenken, ob jetzt die Strategie links diese Aktion da unten unmöglich macht oder möglich macht. Es ist letztendlich tatsächlich komplizierter, weil unsere einfache Regel sagt, mach's überall, dann kann man keinen Fehler machen. Das ist das Erste. Aber es gibt auch noch einen inhaltlich wichtigeren Grund, nämlich folgendes. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass der Spieler 1 hier zwar vorhatte, links zu spielen, aber einen Fehler macht. Menschen machen Fehler und viele Experimente zeigen, dass Spieler auch immer wieder Fehler machen. Sie wollten eigentlich links spielen, sie spielen aber dann doch plötzlich rechts. So. Spieler 2 muss auf sowas auch vorbereitet sein. Das heißt, auch wenn er erwartet, dass Spieler 1 links spielt, kann er trotzdem, er muss trotzdem hier einen Plan haben, was er tut in so einem Fall. Und was er tut, hängt natürlich davon ab, was Spieler 1 denn da unten an dieser Informationsstelle macht. Also, es ist nötig, weil es einfach auch Fehler geben kann. Das heißt, wenn Spieler 1 nun doch plötzlich rechts spielt, dann muss Spieler 2 einen Plan haben, was er tut. Und Spieler 1 selbst muss auch einen Plan haben, was er tut, wenn er nun doch da plötzlich unten in dieser Informationsmenge ist. Also, das ist der Grund. Wir werden später noch diverse Gleichgewichtskonzepte uns anschauen, bei denen Fehler durchaus möglich sind. Insbesondere das perfekt-bayesianische Gleichgewicht. Fehler sind möglich und deswegen müssen wir uns überlegen, was passiert in solchen Fällen auch. Das ist also der Hauptgrund. Deswegen einfach die Regel befolgen. Wann immer man einen Spieler hat, der mehrere Informationsmengen hat, einfach die Anzahl der Aktionen miteinander multiplizieren und dann finden wir die Anzahl der Strategien. So, was ist nun ein Nash-Gleichgewicht in einem Extensivformspiel? Und da haben wir Glück. Der Unterschied zu der Normalform ist eigentlich gar nicht Existenz. Es ist letztendlich die gleiche Definition. Ein reines Nash-Gleichgewicht ist eine reine Strategienkombination, wobei Strategie so definiert ist, wie wir sie gerade gemacht haben, in der jeder Spieler eine beste Antwort auf die Strategie der anderen Spieler spielt. Also eigentlich kein Unterschied. Nun, wie findet man sie tatsächlich in einem Beispiel? Nehmen wir also wieder unser Extensivformspiel, Battle of Sexes, mit perfekter Information. Wie kann ich hier die Nash-Gleichgewichte finden? Machen wir das einfach mal durch. Die erste Möglichkeit, wie man das macht, ist, indem man das Ganze in eine Normalform umwandelt und dann in der Normalform die Nash-Gleichgewichte sucht. Erster Schritt, um das zu tun, ist immer die Strategienmenge bestimmen. Und das haben wir eigentlich schon gemacht. Wir wissen, die Frau hat natürlich hat nur eine einzige Informationsmenge und dort hat sie zwei Aktionen, also ist ihre Strategienmenge einfach nur BF. Ich mache jetzt hier mal kleine Buchstaben, damit man das unterscheiden kann, die Strategien oder die Aktionen der Frau. Also das ist eine Strategienmenge 1 mal 2, also zwei reine Strategien. Der Mann hat jedoch zwei von diesen Informationsmengen und an beiden hat er zwei Aktionen. Das heißt, wir haben insgesamt 4 2 mal 2 reine Strategien. Und die Strategien, die schreibe ich jetzt zum Beispiel, muss ihnen irgendeine Abkürzung geben. Die kann ich zum Beispiel so schreiben als BB, als BF, wobei ich das immer, das muss man erklären, weil das ist nicht selbstverständlich. B würde bedeuten B, wenn die Frau klein b gewählt hat und F, wenn sie F gewählt hat. Ja, also in anderen Worten, in dem Baum ausgedrückt, er wählt hier B und hier F. Ja, das wäre die Abkürzung dafür, BF. Aber man muss es erklären, weil es selbstverständlich ist es nicht, insbesondere wenn wir jetzt noch mehr von diesen Informationsmengen haben. Irgendwie muss man eine Abkürzung wählen, die selbsterklärend ist oder die man eben erklärt. Etwa indem man das hier so angibt. Insgesamt haben wir also diese vier verschiedenen Reihenstrategien: BB, BF, FB und FF.
So, und wenn ich jetzt die Strategienmengen habe, dann habe ich schon die Normalform fast fertig, denn dann kann ich sie natürlich als Matrix hinschreiben. Die Frau hat zwei Strategien und der Mann hat vier. So, und jetzt, wie finde ich die Auszahlungen, die ich da reinschreiben muss? Ganz einfach, ich gehe wieder zurück zu meinem Spielbaum. Und überlege mir jetzt mal die erste Kombination hier. Die Frau wählt B und der Mann macht BB. Was würde das bedeuten? Die Frau wählt B und der Mann macht BB. Wo landen wir? Also wir gehen einfach den Pfad vom Anfang, gehen wir den Pfad durch bis zum Ende. Und da ist es relativ egal, was hier unten passiert, aber hier gehen wir B, dann dahin und dann landen wir also bei dieser Auszahlung. Und das ist dann die Auszahlung, die ich in die Matrix reinschreibe, also 2, 1. Genauso, was weiß ich jetzt für diese Auszahlung, dann wählt die Frau F und der Mann FB. Machen wir das auch nochmal. Also die Frau wählt F, der Mann wählt, was wählt er? FB. FB. Das heißt, ich gehe den Pfad entlang und lande bei 0,0. Das ist die Auszahlung, die ich reinschreiben muss. Also, so füllen wir die ganze Matrix. Und nachdem wir die ganze Matrix gefüllt haben, kann ich jetzt die Nash-Gleichgewichte so finden und suchen, wie ich es gewohnt bin. Das heißt, durch Unterstreichen. Und dann sehe ich, dass hier jetzt in diesem Fall drei Nash-Gleichgewichte in Reihenstrategien existieren, nämlich genau diese hier, B, 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 F und F, F, F. Nochmal zur Erinnerung, wenn man nach Nash-Gleichgewichten fragt, dann muss man die Strategienkombination hinschreiben, nicht die Auszahlung. Also jetzt nicht hier hinschreiben 2, 1, das ist die Gleichgewichtsauszahlung. Wenn man die Nash-Gleichgewichte wissen möchte, schreibt man hin die Strategienkombination, also B, 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 F und F, F, F. Das sind die drei reinen Nash-Gleichgewichte. Jetzt gibt es in diesem Spiel zusätzlich auch noch gemischte Nash-Gleichgewichte, wo mindestens einer der Spieler mischt. Das kann man auf die übliche Art und Weise ausrechnen. Hier ist es schon etwas komplizierter, bis man alle gefunden hat. Kann man aber machen. Man kann aber auch, wenn man ein einfaches Extensivformspiel hat, durchaus auch ein Nash-Gleichgewicht direkt in der Extensivform finden. Man kann es ja einfach mal mit diesen Pfeilen zum Beispiel ausprobieren. Also ich kann zum Beispiel überlegen, die Frau hat also jetzt hier wieder B gewählt. Und der Mann, also umgedreht hatte ich es, glaube ich, klein b, groß B hier. Das wäre also das Nash-Gleichgewicht B, B, B. Wie habe ich es gefunden? Ich habe einfach mal irgendeine Kombination für die Frau vorgegeben, zum Beispiel B, und der Mann wählt dann eine beste Antwort darauf. In diesem Fall wäre also Groß B die beste Antwort. Tatsächlich, was er hier drüben macht, ist eigentlich egal, wie wir auch noch gleich nochmal sehen werden, weil er ja gar nicht drankommt. Also an dieser Stelle kommt er nicht dran, er kommt nur an dieser Informationsmenge dran. Also wenn die Frau klein b wählt, dann macht der Mann groß b als beste Antwort. Und hier drüben kann er eigentlich machen, was er will. Deswegen haben wir auch zwei verschiedene Nash-Gleichgewichte, nämlich b, b, b und b, b, f, wo jetzt also hier die Frau auch wiederum b wählt und der Mann hier b, aber hier f wählt. Und das ist auch ein Nash-Gleichgewicht, weil nach wie vor ist es so, dass die Frau B wählt, der Mann spielt eine beste Antwort darauf. Die Frau möchte aber auch nicht abweichen zu F. Das muss man immer prüfen, weil wenn sie F wählen würde, würde sie 1 bekommen anstatt 2. Das haben wir hier vielleicht noch verpasst. Die möchte die Frau hier abweichen. Gegeben, dass der Mann hier B spielt, möchte sie sicherlich nicht abweichen, dann würde sie nämlich sogar 0 bekommen. Also, wenn man das überprüft, ob das Nash-Gleichgewicht ist, muss man für alle Spieler überlegen, ob sie irgendwo abweichen wollen. Und hier ist es so, dass weder der Mann noch die Frau an irgendeiner Stelle abweichen wollen. Also der Mann möchte an seinen beiden Informationsmengen nicht abweichen und die Frau auch nicht. Und dann haben wir ein Nash-Gleichgewicht gefunden. Dann gab es noch das dritte, nämlich F,
F, F. Das heißt, der Mann macht auf jeden Fall F und die Frau spielt Klein F. Und auch das ist ein Nash-Gleichgewicht, weil wenn zum Beispiel die Frau überlegen würde, sie würde hier rübergehen zu B, dann würde sie 0 bekommen. Ja, der Pfad würde hier zu 0 gehen. Wenn der Mann überlegen würde, abzuweichen, dann würde er hier auch 0 bekommen. Keine gute Abweichung. Und was er hier drüben am linken Knoten macht, ist egal, denn da kommt er nicht dran. Also auch dies hier ist ein Nash-Gleichgewicht. Und damit haben wir jetzt in dieser Extended-Reform alle Nash-Gleichgewichte in reinen Strategien gefunden.